Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Marius Klemmbaustein Eisenbahn. Ja, machen wir mit den normalen Anlagen-Update-Videos weiter. Das wäre dann Video 41. Und Thema sind zum Beispiel hier mein Autoteile Unger und der Stadtname. So, Stadtname machen wir am Ende des Videos. Und ja, gehen wir jetzt mal hier zum Autoteile Unger. Also ich hatte ja hier noch so eine Freifläche gehabt. Und da habe ich mir überlegt, was kommt da hin. Es war am Anfang angedacht, eine Feuerwehr hinzumachen, aber das hat mir nicht so wirklich gefallen. Und ja, wird das ehemalige Feuerwehrgebäude halt zu einem Autoteile Unger umgebaut. Die sind ja meistens so weiß, rot oder graurot. Die Filialen. Ja, ich habe mich jetzt hier zu einem Weißrot entschieden. Hier in die Ecke kommt vielleicht da noch mein ja, Donutladen hin. Mal gucken. Hier hinten habe ich noch einen Ersatzteilspender stehen. Der wird hierfür wahrscheinlich noch geopfert werden müssen. Ja, was habe ich bis jetzt hier gemacht? So, hier hinten sieht man zwei Türen, wo es rausgeht. Eine kleine Lüftung. So, hier die Steine mit einer Noppe. Da kommt noch eine Lampe dran. So, hier, da habe ich so ein kleines Tastenfeld noch hingemacht. Das hier, das sind ja, oh, keine Ahnung, das sind Feuerwehrschläuche oder was hinten dran. Mal gucken, kann man dann eventuell noch eine entsprechende Beschilderung dran machen. Ja, hier ist dann der Verkaufsraum. Der wird dann auch noch dementsprechend ein bisschen ausgestattet. Ja, Kassen etc. habe ich da schon hingemacht. Ich denke, das kann man so lassen. Kaffeemaschine muss natürlich auch sein. Ja, hier haben wir dann vier, ja, wie sagt man, Untersuchungsbereiche mit vier Gruben. Ein Bereich wird dann wahrscheinlich noch so eine Hebebühne etc. angedeutet bekommen. Mal gucken, die man dann so seitlich unter das Auto macht und das Auto dann hochfahren kann. Aber ich denke, dass das soweit okay. Ich gehe jetzt noch einmal auf die andere Seite. Gucken wir uns das Ganze noch von vorne an. Ja, hier bin ich mir noch nicht so sicher. Hier kommt vielleicht noch ein zweites Stockwerk drauf. So, ja, eine Büro- und Verwaltungsebene. Und hier, das wird noch ein oder zwei Steine höher. Also einen muss es ja auf jeden Fall. Wahrscheinlich dann zwei. Und dann kommt da ein Flachdach drauf. So, ich gehe jetzt mal dann da in die Luke rein. Bis gleich. So, jetzt sind wir hier vorm Autoteile Unger. Hier habe ich noch so ein bisschen Backsteinoptik mit reingebracht. Ich weiß noch nicht, ob ich das so lasse. Könnt ihr ja mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Alternativ könnte man die noch gegen graue Steine austauschen. Dann hier, da habe ich eine Schiebetür reingemacht. Ja, hier sieht man nochmal die Untersuchungsgruben. Ja, hier bin ich noch nicht sicher, wie ich das fließen soll. Wie ihr seht, ich habe hier schon angefangen, das Ganze in Lightbridge Grade zu machen. Aber vielleicht gehe ich jetzt auch hier hin und tue das Ganze in Darkbridge Grade fließen. Könnt ihr ja auch mal gerne in die Kommentare schreiben, welchen Farbton ihr da besser findet. Lightbridge Grade oder Darkbridge Grade. Ja. Hier von der Seite, wie man hier sieht, da habe ich so eine Wand hingemacht mit ja, Glasbausteinen oder halt so Fensterelementen. Das sind jetzt einmal Dreierbricks von Bluebricks, die wo von ja, irgendeinem Zugbausatz übrig geblieben sind. Ja, ich denke mal, ich bin da auf einem guten Weg. Ich werde jetzt noch ein bisschen weiter bauen, aber wie gesagt, das hier lässt sich immer noch ändern, was ich jetzt gesagt habe. Würde ich gerne mal wissen, wie ihr das findet. Da würde ich sagen, dann sehen wir uns dann gleich nochmal. Ja, so, das nachher sind jetzt 2 Tage später. Ich habe jetzt hier noch ein bisschen weiter gemacht und habe zwischenzeitlich noch vergessen, eine kleine Videosequenz zu drehen, aber macht nichts.
Das, was ich gemacht habe, kann ich euch jetzt hier Stück für Stück zeigen. Einmal hier hinten habe ich hier noch so eine Fliesenreihe vorbeigezogen. So, die Türen haben Lampen bekommen, die werden später natürlich beleuchtet. Ja, hier innen drin habe ich noch nichts weiter gemacht, außer hier. Die Stütze, die ist jetzt über Eck, damit sie stabil ist, damit der erste Stock sich da auch sicher drauf abstützen kann. Wie man sieht, das Ganze ist auch oben mit Fliesen abgeschlossen und dann zwischendurch ein paar Noppen, dass der Aufbau dann da drauf halten tut. Würde ich sagen, gehen wir auf die andere Seite gleich, weil hier hat sich auch inzwischen einiges getan. Hier habe ich die Platten schon eingepasst. Ja, wie man sieht, widerspenstige Platten wurden wieder festgeschraubt. Ja, und hier kommt mein Donut Store hin. Ich finde, der sieht eigentlich ganz gut aus. So, hier hinten die Straße, die kommt da dran vorbei. Ich probiere es mal so. Wenn nicht, kommt da weg, da kommen Parkplätze hin. Aber ich will da unbedingt das Gebäude stehen haben. Aber wie gesagt, soll ja alles realistisch aussehen. So, dann gehe ich jetzt mal da in das Loch und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich bin mal noch nicht ganz rausgekrabbelt, dass ich euch jetzt hier den aktuellen Bauzustand zeigen kann. Also hier habe ich jetzt schon ein bisschen gefliest. Hier muss ich noch gucken, wie ich das mache. Der Bürgersteig, der kommt da wahrscheinlich weg. Vielleicht werde ich auch von hier den Zebrastreifen hier rüberziehen. Ich habe überlegt, vielleicht hier noch zwei Parkplätze hinzumachen. So, hier kommt auch noch einer oder zwei Parkplätze hin. Muss ich mal gucken. Da wäre eventuell auch noch Platz für einen Parkplatz. Aber das werden wir alles sehen. Ja, hier haben wir den Eingang. Ich finde, der sieht so eigentlich ganz gut aus. Der wurde auch wieder gefliest und dann mit zwei Bars wird dann halt das Vordach abgestützt. Ja, nicht wirklich, ist ein klein bisschen Luft dazwischen, aber man sieht es nicht. Und ja, das hält so. So, hier haben wir das Autoteile-Ungerschild. Dann die vier Tore. Ja, wie man hier sieht, den Übergang habe ich halt mit den Eckfliesen gemacht. Da hat man zwar ab und zu noch einen kleinen Spalt, aber das ist soweit okay. Kann man so lassen. Dann zwischen den Auffahrten, sage ich jetzt mal, habe ich hier die Spezialplates da genommen, wo wir zwei Noppen haben. Da weiß ich jetzt noch nicht, was ich da oben drauf machen soll. Könnt ihr mal gerne schreiben, ob ich da so Schutzpoller für die Wände drauf machen soll oder nicht. Aber ich finde, das ist soweit schon ganz okay. Auch so die Gesamterscheinung hier mit dem weißen Streifen. So, was ich mir jetzt noch überlegt habe, hier, das gefällt mir jetzt nicht ganz so. Da habe ich euch ja gefragt, wie ich das machen soll, aber da habe ich jetzt noch mal einen Vorschlag, und zwar hier oben die oberen Bricks quasi auszutauschen gegen rote. Und die Reihe unten drunter dann gegen weiße, dass ich quasi hier das komplett hier vorbei habe. Und dann einfach wie hier, also wie da, das dann halt hier unten dann nur halt mit, was sind das, 4 oder 5 Bricks dann die Mauer lasse. Ich finde, das würde wahrscheinlich auch ganz gut aussehen. Vor allen Dingen haben wir dann hier nicht so einen, so einen optischen Bruch von den Farben her drin. Ja. Gut, so, gehen wir nochmal hoch. Dann zeige ich euch das Ganze, wie es jetzt von oben aussieht. Wie gesagt, hier wurden die Platten angepasst. Da ist ja hier, wo ich das zuschneiden musste. Das wird ja später alles durch Grünzeug kaschiert, beziehungsweise halt hier. Hier sieht man es noch da. Da läuft die Kante läuft hier eine Noppe innen. Und hier in dem Bereich zwei Noppen,
Deshalb sieht es ein bisschen besser aus. So, hier habe ich dann schon mit grün kaschiert. So, hier, da kommt dann noch ja, so eine Abschlusskante hin. Ja, hier ist dann die Straße. Die ist 8 breit. Wie gesagt, hier grün. Hier ist dann der erhöhte Randstreifen drauf. Hier kommt dann auch noch ein Randstreifen dran vorbei. Wie gesagt, das passt. Hier, das muss ich halt jetzt noch dazu schneiden. Aber da warte ich noch. Ja. So, ich habe hier noch die Aufbauten fertiggestellt. Die werde ich jetzt so nach und nach drauf machen. Gucken wir uns das Ganze an. Also bis gleich. Ja, hier ist jetzt der erste Stock drauf. Das ist so die, ich würde mal sagen, die Büroetage. Auch noch nicht eingerichtet. Das kommt dann spätestens mit der Beleuchtung. Das wäre hier von vorne. Vier Fenster zusammen. Und dann hier auf der Seite vier Fenster jeweils als Pärchen so ein bisschen auseinandergesetzt. Dann halt noch mit den Plates, mit Rails oben und unten versehen, dass er schon so ein bisschen mehr 3D-Optik kriegt. Ja, also ich finde, das sieht ganz passabel aus. Passt zu einem modernen Gebäude. So, die Dächer habe ich auch schon fertig. Da setzen wir jetzt erst hier das Dach drauf. Ja, gucken wir uns das mal nur an. So, da haben wir das Dach von der Büroetage. Ja, ich habe das jetzt mit schwarzen Platten gemacht. Dann oben mit Dark Blush Grey Fliesen einen Abschluss drauf. Also mir gefällt's. Ihr könnt ja mal gerne schreiben, wie euch das gefällt. Ob das nicht zu krass ist von dem Farbunterschied her. Weil dann, ich bin mir noch nicht so sicher, ob ich es, also ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob ich es so lasse. Ah, Sprachfehler. Ja, wie gesagt, weil das mit dem Schwarz finde ich halt auch so ein bisschen, ist so ein leichter Stilbruch, wobei das Dach, das eigentliche Dach in Schwarz ist ganz gut. Eventuell würde ich vielleicht noch hingehen und mir das anders machen, dass man quasi hier auf der Seite ja rot hat oder sowas und dann halt nur innen drin schwarz. Wäre zwar ein bisschen Aufwand, aber sollte gehen. So, ich hole jetzt mal noch hier das Dach dazu und dann gucken wir mal an, wie das Ganze zusammen aussieht. So, da haben wir das Gebäude komplett. Ja, hier habe ich noch so Lichtschächte angedeutet. Hier so eine kleine Entlüftungsanlage. Und dann halt hier noch so eine Dacherhöhung, wo Licht dann reinfallen kann. Wie gesagt, ist alles jetzt erstmal nur zur Probe. Vielleicht werde ich da auch richtige Lichtöffnungen reinmachen, dass also das Licht auch wirklich da reinfällt und nicht nur angedeutet ist. Aber ja, ich finde das hier, das sieht schon ganz gut aus mit der Optik. Wenn man jetzt hier vom Dach auf die Fenster guckt. Und einmal von der Seite an. Ja, also mir gefällt es ganz gut. Kommt schon so hin wie ein Autoteile-Unger. So, gucken wir uns das Ganze nochmal von hinten an. Und dann gibt es dann gleich auch noch eine Zugfahrt. Ja, einmal das Gebäude noch von hinten. Also ich finde hier die drei Fenster vom Verkaufsraum, das sieht ganz gut aus. Hier das mit den vier Fenstern passt super. Und dann halt hier mit den ja, Lichtfenstern, sage ich jetzt mal, dass wenn von der Seite die Sonne scheint, dass halt Licht in die Werkstatt reinfällt. Finde ich ganz gut gelungen. Auch dann hier der Bereich mit den zwei Türen, dem ja, Lüftungsgitter und dann halt hier den, ja, keine Ahnung, Feuerwehrschränken. Finde ich eigentlich ganz gut. Ja, passt als ATU.
noch eine Beschriftung machen. Dann sollte das Gebäude dann außen soweit fertig sein. Wie gesagt, mit dem Dach muss ich mal noch gucken, ob ich das so lasse. Hier könnte man vielleicht hingehen, das Ganze in Weiß austauschen, dass das ja mit dem Streifen passt. Dann da oben vielleicht auch. Also da muss ich Teile dafür bestellen. Muss man mal einen Schlachtplan machen, aber wie gesagt, ich will da erstmal eure Kommentare abwarten, was ihr dazu so sagen tut, ob es gefällt oder nicht. Weil schlecht ist es nicht, aber wie es halt immer so ist, es geht immer besser. Ja, auf jeden Fall. Das war jetzt das Anlagenvideo 41. Und dann kommen wir noch zur Zugfahrt. Lasst euch überraschen. Ja, wie es so ist, wenn man lange redet, redet man irgendwann Unsinn. Überraschen tut euch ja nichts. Ich habe den Zug ja schon quasi im Intro angekündigt. Naja, auf jeden Fall, ich hätte jetzt fast noch den Namen von der Stadt vergessen. Also da haben sich ja wirklich zwei Namen rauskristallisiert. Zum einen Noppigen Saar. Hätte mir persönlich eigentlich am besten gefallen. Aber ihr habt euch für Saarbrücken entschieden. Und ja, also, meine Stadt heißt also ab jetzt Saarbrücken. Ja, wird wahrscheinlich in den Videos, also in den Anlagenvideos dann mit berücksichtigt. Dann gibt es dann halt immer Updates zu Saarbrücken. Ja, und der Rest sind dann halt Fahrvideos etc. Ja, so werde ich das machen. Also wie gesagt, nochmal vielen, vielen Dank, dass ihr so zahlreich da mit abgestimmt habt, wie meine Stadt heißen soll. Und ja, mit Saarbrücken bin ich auch zufrieden. War meine zweite Wahl, aber jetzt ist es halt unsere erste Wahl. Ja, dann werde ich mir demnächst wahrscheinlich passende Schilder dann machen lassen. Und dann bekommt hier unser Bahnhofsgebäude und der Bahnsteig eine entsprechende Beschilderung. Ja, so. Aber jetzt genug gequatscht. Das Video gibt wieder viel zu lange. Ich wollte ja nicht mehr so lange Videos machen, aber naja, gut. Dann ist es das letzte, hoffentlich. Auf jeden Fall, jetzt geht's dann zur Zugfahrt. Wie gesagt, da steht er schon. Ja, und da würde ich sagen, viel Spaß mit der Zugfahrt. Ja, da haben wir den Zug stehen. Das ist einmal die RE460. Die wurde sich in einem vorherigen Video gewünscht. Jetzt darf sie fahren. So, die passenden Wagen hatten wir ja auch schon auf der Anlage. Sieht super aus, finde ich. Ja, bevor wir zur Zugfahrt kommen, noch ganz schnell. Ja, hier ist jetzt die neue Position vom Stellwerk. Ich finde, das passt da ganz gut in die Ecke. Da haben die Stellwerke einmal hier den Überblick über den Bahnhof. Und hier hinten raus können sie nochmal aufs BW linsen. Ja, so, aber gehen wir zurück zum Zug. So, ich schaue mir mal nach dem Controller. So, und dann würde ich sagen, Signal auf grün, Musik an und los geht's. Thank you.
Ja, das war die Zugfahrt mit der RE 460. Und dann sind wir auch am Ende vom Anlagenvideo Nummer 41. Vielen Dank, dass ihr das Video geguckt habt. Es freut mich, weitere Abonnenten begrüßen zu dürfen. Inzwischen sind wir ja deutlich schon über 1550 Abonnenten. Nochmal an der Stelle vielen Dank. Freut mich sehr, dass ihr immer einschalten tut. Und ja, da würde ich sagen, tschüss. Und bis zum nächsten Video.